Hallo, liebe Teilnehmer im Kurs Elektrotechnik zum Anfassen in der Webakademie. In diesem Video möchte ich kurz mit euch einen Blick auf die Schaltung vom dritten Tag werfen. Die habe ich hier schon mal aufgebaut. Man sieht wieder den Mikrocontroller in der Mitte mit der nötigen Beschaltung ringsrum und dann diese beiden LEDs. Und wenn man jetzt die Batterie einlegt, dann geht die Schaltung in Betrieb und macht das, was sie machen soll. Die rote und die grüne LED blinken abwechselnd sehr schnell. Und wenn man jetzt diesen Taster drückt, kann man die Schaltung anhalten und kann daraus sozusagen ein kleines Glücksspiel bauen und raten, ob die rote oder die grüne LED eben leuchten bleiben. Und manchmal, je nachdem, wann man drückt, ist es eben die grüne und dann auch mal wieder die rote LED. So, und diese Schaltung schreit jetzt natürlich auch ein bisschen danach, nochmal hier ein paar Spannungen zu messen mit einem Oszilloskop. Jetzt ist es ja so, dass diese ganzen Anschlüsse hier unten alle auf Masse liegen, diese Anschlüsse hier oben alle ebenso auf Masse liegen und die rote LED mit dem Anschluss dort an die positive Betriebsspannung angeschlossen ist. Die grüne liegt unten auf Masse und dieser Punkt hier in der Mitte, der wird jetzt eben von dem Mikrocontroller abwechselnd auf Masse gezogen oder eben auf die Betriebsspannung, sodass von den beiden LEDs immer eine blinkt. Und das können wir uns jetzt nochmal mit dem guten Oszilloskop hier anschauen. Dafür nehme ich mal den ersten Tastkopf und schließe den mal so an, dass eben die Masse des Oszilloskops mit der Masse der Schaltung übereinstimmt. Und den Tastkopf schließe ich an diesen mittleren Punkt an. Und dann sieht man, wie hier schon was passiert. Das Kamerabild brauche ich jetzt erstmal nicht, das schiebe ich mal zur Seite. Und man sieht, wie jetzt hier eben eine Spannung zu sehen ist, die immer ein- und ausgeschaltet wird. Wir haben noch nicht so ein klares Bild, weil noch der Trigger fehlt. Also brauchen wir mal hier unten einen Trigger. Den stelle ich mal auf automatisch. Und dieser gelbe Punkt hier, der muss jetzt mal noch so ein bisschen angepasst werden. Den muss ich mal ein bisschen höher stellen. Zum Beispiel hier auf 2 Volt. Und immer wenn es jetzt so wie hier unten zeigt, eine steigende Flanke gibt mit einer Spannung von 2 Volt, dann macht das Oszilloskop ein Bild. Und zwar genau hier so auf der Hälfte des Bildes. Und jetzt kriegen wir eben ein schönes stehendes Bild. Und jetzt ist vielleicht eine Sache, die man sich fragen kann und die man von Hand tatsächlich schwer entscheiden kann. Wie oft blinken dann diese LEDs pro Sekunde? Wie schnell ist die Frequenz dieser Schwingung? Und das kriegt man jetzt hier sehr gut raus, indem man zum Beispiel mal einstellt, dass wir jetzt 100 Millisekunden pro Diff haben. Ein Diff ist so ein Kästchen. Also das kann ich mal versuchen hier einzuzeichnen. So ein Kästchen, das sind jetzt hier 100 Millisekunden und dann können wir sehen, es gibt genau 10 von diesen Kästchen. 100 Millisekunden, Milli ist eine tausendste Sekunde, also 100 tausendste Sekunden, da kann man zwei Nullen wegkürzen und dann bleibt da eine zehnte Sekunde über. Und das heißt, wenn ein so ein Kästchen eine zehnte Sekunde lang ist, dann sind 10 Kästchen, dann ist der ganze Bereich, der hier angezeigt wird, über den ganzen Bildschirm drüber, dann ist das natürlich eine Sekunde. Und dann können wir einfach zählen, hier fängt es an, bis hier haben wir also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, naja, und so eine halbe. Also wir haben 14,5 Schwingungen pro Sekunde. Und für diese Größe Schwingung pro Sekunde, die man Frequenz nennt, gibt es auch eine spezielle Einheit, nämlich das Hertz, benannt nach Heinrich Hertz. Also 14,5 Schwingungen pro Sekunde sind 14,5 Hertz. Und das ist jetzt was, was man mit so einem Oszilloskop sehr gut messen kann, was von Hand oder jetzt mit dem bloßen Auge total schwierig wäre. So, und die zweite Sache, die ich noch kurz zeigen kann, ist, wenn wir jetzt noch den zweiten Kanal nehmen und den jetzt mal an die rote LED oben anschließen. Das ist jetzt Kanal B in meiner Software. Die Annotierung hier, die lasse ich mal noch drauf auf dem Bildschirm. Dann können wir noch Kanal B einschalten. Und Kanal B sollte jetzt einfach, wenn
hier vernünftig gemessen wird. Es gibt immer noch eine Kanalüberschreitung. Da hat jetzt das Bild sich angepasst. Dann sieht man, Kanal B ist natürlich einfach eine Konstante, denn diese rote LED hängt ja oben immer an der Betriebsspannung dran. Um jetzt nur die Spannung über der roten LED zu bekommen, müssen wir Kanal B, das ist der rote Kanal, minus Kanal A rechnen. Die Spannung von Kanal B minus die Spannung von Kanal A. Das geht hier in der Software auch, und zwar mit Rechenkanälen. Hier können wir B minus A rechnen. Das wird dann eine schwarze Kurve, die hier auch angezeigt wird. Und jetzt blende ich mal den Kanal B aus. Und dann sieht man sehr schön, was man hier eigentlich sehen sollte. Also entweder wir haben Spannung an der grünen LED und diese blaue Kurve hier ist an, oder die Spannung an der grünen LED geht halt auf 0 und dafür haben wir dann Spannung an der roten LED und die rote leuchtet. Und tatsächlich ist es so, dass die rote LED nur ungefähr halb so viel Spannung abbekommt wie die grüne LED. Deswegen leuchtet die rote LED, sieht man auch hier, ein bisschen schwächer und dunkler als die grüne LED. So, und wenn ich jetzt eben hier mal das anhalte, sieht man auch sehr schön, was passiert. Jetzt leuchtet die grüne LED, die bleibt leuchten. Das heißt, Kanal A, die blau angezeigte Spannung, die liegt über der schwarz angezeigten Spannung, der Spannung an der roten LED. Wenn ich das wieder blinken lasse, fängt es auch wieder an zu blinken. Und wenn es jetzt sah, glücklicherweise hat es genau bei Rot angehalten zu leuchten, dann ist die Spannung an der roten LED natürlich größer, die schwarz angezeigte Spannung, als die blau angezeigte Spannung an der grünen LED. Und wenn ich es wieder blinken lasse, dann sieht man wieder das blinkende Pulsmuster auf dem Oszilloskop. Das war alles, was ich für die Schaltung vom dritten Tag zeigen wollte. Viel Spaß weiter beim Basteln.